Moritz Heyer, herzlich willkommen an der Bremer Brücke. Neuzugang vom Halleschen FC. Für dich, du hast in der Jugend schon mal beim VfL Osnabrück gespielt, so eine Art Rückkehr? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist was Besonderes, gerade wenn man hier aus der Jugend kommt, jahrelang hier gespielt hat. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr schön. Ich freue mich darüber, zurückzukommen. Du hast den Umweg genommen über Sport von der Lotte, Halleschen FC und jetzt kommst du zurück an die Bremer Brücke. Wahrscheinlich auch etwas, wovon du zu Jugendzeiten schon geträumt hast, oder? Nee, klar, auf jeden Fall. Also einige Kumpels von mir stehen ab und zu mal im Block. Deswegen, also es ist schon was Besonderes, weil man als kleiner Junge davon geträumt hat, hier einmal zu spielen. Den Traum habe ich mir schon erfüllt, hier zu spielen. Aber für diesen Verein zu spielen, noch nicht in diesem Stadion. Und deswegen freue ich mich, hier an der Bremer Brücke zu spielen. Das haben wir jetzt also hinter uns. Du wirst also für den VfL Osnabrück in diesem Stadion spielen. Ein Beweggrund natürlich auch, dann zukünftig mit dem VfL in der zweiten Liga zu spielen. Für dich so ein logischer Schritt in deiner Entwicklung? Nee, auf jeden Fall. Also mein Ziel war immer, eine Liga höher zu spielen. Das Ziel kann ich jetzt erreichen. Darüber freue ich mich sehr. Und ich bin einfach gespannt, wie es wird. Auf welche Qualitäten dürfen sich die VfL-Fans freuen? Was wird Moritz Heyer mit einbringen in die nächste Saison? Also ich glaube, dass ich ein sehr, sehr zweikampfstarker Spieler bin, deswegen auch eher ein Defensivspieler vielleicht. Wobei ich auch auf der 6 spielen kann und spielerisch jetzt auch nicht der Schlechteste bin. Zweite Liga, Zurückkehr zum VfL Osnabrück, sicherlich zwei Argumente für deinen Wechsel hier an die Bremer Brücke. Gab es ansonsten noch ausschlaggebende Punkte für dich? Ja gut, ich hatte im letzten Jahr schon das Gespräch mit dem Sportdirektor und dem Trainer, was natürlich dann auch Einfluss auf meine Entscheidung genommen hat, weil man sich schon ein bisschen länger kennt. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall die Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainer. Jetzt erstmal Sommerpause, dann beginnt die Vorbereitung, also ein bisschen Regeneration, dann die Vorbereitung auf die neue Saison. Was sind da so die Highlights, auf die du dich ganz besonders freust im kommenden Spieljahr in der zweiten Liga? Ja, ich freue mich auf jedes Spiel. Also ich hoffe, dass ich mein erstes Zweitligaspiel machen werde. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hast du sicherlich Ziele mit der Mannschaft im kommenden Jahr, ohne da jetzt ganz groß drüber sprechen zu wollen, aber auch persönliche. Wie sind die? Klar, man will auf dem Platz stehen. Das ist, glaube ich, das oberste Ziel. Klar muss man dafür in der Vorbereitung Leistung bringen. Das werde ich versuchen, werde ich hoffentlich auch tun. Und dann muss man gucken, wie schnell es dann klappt.